Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar um unsere Zähne. Was haben unsere Zähne zu tun mit chronischen Erkrankungen, mit Zivilisationserkrankungen und was kannst du, was können wir tun, um hier gesünder zu werden? Und ich habe einen besonderen Gast heute Abend hier, Frau Dr. Julia Napolitano. Sie ist Ärztin, arbeitet im ganzheitlichen, ursächlichen medizinischen Bereich. Unter anderem arbeitet sie immer mal wieder hier für ein paar Tage in unserer Praxis, was mich sehr freut. Und sie darf ich heute interviewen. Freut mich sehr, dass du hier bist. So, schönen guten Abend und ja. Ich freue mich, mal wieder dabei zu sein. Mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen seit 2006 in eigener Praxis und zusammen mit meiner Frau Marie Gründer unserer Online-Akademie Karmananda für Wege in deine Gesundheit und in eine neue Medizin. Und Julia ist auch Teil unseres Akademie-Teams. So, Thema Zähne, da hast du jetzt auch ein paar Beiträge für unsere Akademie gemacht und es wissen hoffentlich viele schon, dass zum Beispiel ein Zahnherd, das kennt vielleicht der eine oder andere, gefährlich werden kann. Warum denn? Ja, also vorneweg, ich bin immer wieder mal erstaunt, wenn ich Patienten sehe, die schon sehr viel für ihre Gesundheit tun, weil es ihnen vielleicht auch nicht gut geht, die schon viele Therapeuten gesehen haben, die schon alle möglichen Räder gedreht haben, die aber irgendwie den Mund bisher ausgespart haben. Also ich habe oft das Gefühl, auch für manche Therapeuten, selbst ganzheitliche, ist der Mund wie so ein schwarzes Loch, weil das gehört zur Zahnmedizin und damit beschäftigen wir uns nicht, kennen wir uns nicht aus. Dabei ist es eben extrem wichtig, denn wenn im Mund etwas nicht passt, dann sind das Probleme, die wir tagtäglich, jede Minute des Tages mit uns rumtragen. Und unsere Zähne sind eben nicht so, wie man jahrzehntelang dachte, reines Kauwerkzeug. Sind sie natürlich auch, aber sie sind sehr, sehr eng mit unserem Nervensystem verknüpft. Sie sind vom größten, stärksten Hirnnerven versorgt, dem Nervus trigeminus. Sie haben eine eigene Blutversorgung, sie haben eine eigene Nervenversorgung, sie haben ein eigenes Lymphsystem, sie haben ein eigenes Immunsystem. Also Zähne sind Organe und so behandeln wir sie meistens eben nicht. Und sie sind, wenn sie ein Problem haben, oft sehr, sehr lange in uns, denn in der Medizin gibt es eigentlich eine Regel. Ich bin von Haus aus, habe ich im chirurgischen Fachbereich gewählt als Fachärztin. Also kein Chirurg würde jemals totes oder kaputtes Gewebe im Körper lassen. Es muss immer weggeschnitten werden. Bei den Zähnen ist das auch anders. Da wird irgendwie auch so gedacht, naja, solange sie noch zum Kauen gehen, kann man die drin lassen und ähnliches. Und so ein Zahnherd wird oft nur halb behandelt. Ja, also Infekte an Zähnen, wenn sie nicht Schmerzen machen, werden oft lange nicht bemerkt. Man belässt tote Zähne nach Wurzelbehandlungen im Kiefer, obwohl das Probleme machen kann. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, sehr umfänglich. Und wenn wir da ein Problem haben, dann haben wir es eben tagtäglich. Ja, nicht wie, es geht immer alles um Ernährung und was nehme ich für Giftstoffe zu mir. Das tue ich selten. Rund um die Uhr, 24/7, ja, kann man so schön sagen. Im Englischen gibt es, glaube ich, kein deutsches Wort dafür. Aber bei den Zähnen, wenn die ein Problem haben und Gifte produzieren, ist es 24/7 und nicht nur mal. Ja, genau. Ja. Was für Gifte sind es denn hier? Das kannst du mal erklären. Also, das kommt drauf an. Der Klassiker, den wahrscheinlich alle kennen, sind Gifte, die wir sozusagen von außen in die Zähne eingebaut bekommen haben. Ja, also Klassiker, das Amalgam und daraus eben vor allem das Quecksilber, aber auch andere Giftstoffe. Das ist so der Klassiker. Ja. Also wer amalgamversorgte Zähne hat, der setzt tagtäglich Giftstoffe in seinen Körper frei. Dasselbe gilt auch für andere Metalle, es gilt auch für Kompositverbindungen, je nachdem, was da für Kunststoffanteile drin sind. Das sind die einen Gifte. Die anderen Gifte sind Gifte, bakterielle Gifte, sage ich mal, oder Gifte, die entstehen durch tote Zähne.
ganz ekelhaft gesagt, Leichengifte. Ja? Also wenn so ein Zahn abgestorben ist oder eine Wurzel behandelt wurde, die nicht ordentlich behandelt wurde, dann produziert der Körper tatsächlich so Leichengifte. Und das kann sich jeder vorstellen, ist nicht gesund. Oder wenn Höhlen im Kiefer verblieben sind, sogenannte F-Docs oder Nikos, dann produziert das auch immunaktive Substanzen, die wiederum das Immunsystem triggern können. Also da gibt es Diverses. Genau, die Nikos hast du gerade erwähnt. Ja. Kannst du es erläutern noch? Also es sind zwei Abkürzungen, die dasselbe meinen. Die Nikos heißen eigentlich, das ist die Abkürzung von neuralgie-induzierende kavitäre Osteonekrosen oder Osteolysen. Und FDOC heißt was Ähnliches. Also letzten Endes geht es darum, dass im Kieferknochen Höhlen entstanden sind, die sich nicht wieder mit Knochen gefüllt haben. Und der Körper in seinem Versuch, diese Höhle wieder aufzufüllen, füllt die mit so fettigen, degenerativen Zeugs. Er schafft es nicht, diese Höhle vollzukriegen. Und in dieser Höhle fühlt sich alles wohl, was ungesund ist. Schwermetalle findet man da. Man findet da Pilze, Bakterien, Viren, Retroviren vor allem auch. Und die produzieren natürlich auch wieder Stoffe. Und diese Höhlen entstehen meist da, wo Zähne entfernt wurden. Und zwar bei Menschen, die zu dem Zeitpunkt der Zahnentfernung keinen sehr guten Nährstoffhaushalt hatten. Dann schafft der Körper das nicht zuzubauen. Also das ist manchmal hochinteressant. Da fällt mir jetzt auch viel ein, was ich noch fragen möchte. Zum Beispiel, du hast gesagt, mit diesen Höhlen, die da entstehen, die füllen sich da mit irgendwelchem Dreck, was man nicht brauchen kann. Du hast auch die Viren erwähnt, weil ich auch ja... So behandle ich auch meine Patienten. Wir schauen auch im Labor nach. Und Dietrich Klingert, unser geschätzter, hochgeschätzter Kollege, hat auch mal in einem Vortrag gesagt neulich, wir besuchen den ja auch immer wieder auf Kongressen, dass man mit dem Rantes-Wert eben ja auch testen kann, ob unter anderem auch Retroviren am Werke sind. Anthony William spricht hier von diesen Geschichten, im Mundbereich auch von Herpesviren, die sich da festsetzen können, worauf wiederum viele Zahnärzte nicht schauen. Jedenfalls, ich habe ja auch viele, ich kenne viele Zahnärzte, die auch im umweltzahnärztlichen Bereich arbeiten. Was sagst du hierzu? Ja, also zu dem Thema Retroviren und diese F-Docs ist eigentlich, sage ich mal, der korrektere Ausdruck wie Nikos. Nikos hat sich eingebürgert, aber F-Doc ist offensichtlich der korrektere Ausdruck. Und Retroviren kann man sagen, dass noch nicht so ganz klar ist, was ist Henne und was ist Ei. Also man findet in den F-Docs die Retroviren. Und wenn die wieder auftreten, was sein kann, dass die nicht, auch beim Versuch, die zur Ausheilung zu bringen, dass die nicht abheilen, findet man wiederum Retroviren. Der Rantes-Wert ist überproportional häufig erhöht, wenn man diese F-Docs hat. Also ein negativer Wert schließt so ein F-Doc nicht aus. Aber wenn er positiv ist, ist es recht wahrscheinlich, dass man sowas hat. Ja, also das kann man auch mal, ich mache das bei relativ vielen Patienten, wo ich denke, ui, die Zähne müsste man echt mal angucken. Aber das Zahnfass aufzumachen ist ein sehr zeitaufwendiges, sehr teures Fass auch zum Teil. Und dann empfehle ich häufig, dass wir eben einfach mal ein Labor machen. Der Rantes-Wert kostet, glaube ich, 28 Euro. Wenn der positiv ist, dann empfehle ich dringlich, das Fass aufzumachen. Wenn er negativ ist, kann man zumindest mal vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken. Dasselbe gilt auch, kann man auch diese Leichengifte kann man nachweisen über aktivierte Lymphozyten, über so einen LTT-Test. Kann man auch im Labor machen, um einfach vorher mal schon so ein bisschen abzuchecken. Habe ich da ein relevantes Problem oder nicht? Und Dietrich Klinghardt sagt auch ganz klar, Retroviren mitbehandeln, wenn man die F-Docs therapiert. Ja. Und viele der, ich nenne sie mal die großen ganzheitlichen Zahnärzte, die das machen, die arbeiten auch kinesiologisch und die arbeiten dann auch kräuterheilkundlich und die arbeiten orthomolekular. Also die arbeiten dann auch ganzheitlich. Die füllen dann nicht nur diese Knochenhöhle aus oder säubern sie, sondern die arbeiten dann auch aus allen Richtungen, damit es wieder abheilt. Genau. Also gerade Retroviren zum Beispiel, du hast ja schon erwähnt, mit der Pflanzen-, Kräuterheilkunde nach Dietrich Klingert, aber auch mit der orthomolekularen Medizin. Und diese Retroviren, die kann man also nicht, die sind ja dann auch häufig nicht nur im Mund, sondern die kann man auch im ganzen Körper haben, wie auch die Herpesviren
Und die stehen auch, da gibt es auch Studien drüber, sind vergesellschaftet mit vielen Krebsarten auch. Ne? Das ist ganz, ganz interessant. Also hochspannendes Thema. Das habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal tatsächlich vom Dietrich Klingert gehört und war ganz begeistert und habe mich da reingearbeitet, du auch. Gell? Und da gibt es dann schon Möglichkeiten. Und jetzt machen wir mal weiter. Das wird eben noch spannender. Ein hochgeschätzter Kollege von uns, ich sage jetzt mal keinen Namen, einer meiner Lieblingsdozenten im Laufe meiner beruflichen Laufbahn, sagte einmal, ja gut, und dann ist der Zahnherd da und 20 Jahre später haben die Patienten einen Krebs. Das ist ein harter Ausspruch, gell? Möchtest du hier was dazu sagen? Ja, ich kann jetzt nicht den direkten Zusammenhang zwischen Zahnherd und Krebs herstellen, aber man kann ganz klar den Zusammenhang zwischen stiller Entzündung, also Silent Inflammation, und Zahnherden herstellen, da diese Herde oder auch, sage ich mal, die Leichengifte, das ständige Arbeiten des Körpers dazu führt, dass das Immunsystem getriggert wird, dass oxidativer Stress entsteht. Und dadurch eben so eine stille Entzündung. Und die ist nun mal Grundlage vieler zivilisatorischer Krankheiten, unter anderem auch von Krebs. Und diese Dauertriggerung des Immunsystems, wirklich jede Sekunde des Tages, wenn eben im Mund irgendwas sitzt, die ist so intensiv, dass das tatsächlich zusammenhängen kann. Und die Zähne sind ja auch, das muss man auch sagen, die sind ja enorm gut vernetzt. Es gibt ja auch Karten, die darlegen, ob es jetzt in der chinesischen Medizin sei oder in der Neuraltherapie oder wo auch immer, wo man sieht, welcher Zahn mit welchem Organ verknüpft ist. Und auch da gibt es klare Zusammenhänge, dass Störungen an gewissen Zähnen zu Störungen an gewissen Organen führen. Ja, und das kann eben, sage ich mal, worst case bis zu einer onkologischen Erkrankung gehen und bis zum Krebs. Ja, ja. Du hast es vollkommen richtig ausgedrückt. Das sind die chronischen Entzündungen, die hier entstehen. Und die Zähne können halt eine Ursache sein. Wir haben ja auch noch andere Ursachen. Ja. Wir haben ja Läuse und Flöhe. Das sind dann die reaktivierten Herpesviren. Und wir haben auch gerade die Retroviren erwähnt. Das sind chronische bakterielle Entzündungen, die wir im Körper haben können. Die meisten haben das. Das sind die Toxine, die Umweltgifte, die so etwas machen. Und dann kommt noch ein Zahnherd dazu oder zwei. Und das dann wiederum schwächt das Immunsystem so sehr, dass eben auch dieses geschwächte Immunsystem in einen Krebs hineinführen kann. Da werden Türe und Tore geöffnet in den Krebs hinein, aber auch in andere, wie du sagst, Zivilisationserkrankungen oder schlimme Erkrankungen. Das ist das große Problem. Und das wird halt häufig eben auch nicht gesehen. Und was ich auch noch sagen wollte, der Elektrosmog kommt noch hinzu. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja, ich habe heute noch ein interessantes Gespräch gehabt, das sage ich jetzt mal am Rande. Habe ich über eine Stunde telefoniert mit dem Chef von Memon. Die machen ja auch so ganz tolle Geschichten in Sachen Elektrosmog. Was der mir da auch erzählt hat, was sie da für Studien machen. Hochspannendes Thema, kommt noch hier auf YouTube, keine Sorge. Bleiben wir beim Thema Zähne. Mhm. Ja, was kann denn jetzt gemacht werden? Machen wir es mal so. Es kann nicht jeder gleich von euch zum Zahnarzt springen und sagen, hier, ich möchte jetzt alle toten Zähne oder wurzelbehandelten Zähne raus oder Implantate raus oder weiß Gott was. Es geht ja nicht. Das ist eigentlich ein Unding. Ich darf dazu sagen, dass der Professor Thomas Rau zum Beispiel mit seiner tollen Krebsklinik in der Schweiz bei Zürich, den kennen wir auch beide, der hat in seiner Krebsklinik, ja, die waren da schwerst krebskranke oder austherapierte Krebskranke mit großem Erfolg, der hat da eine Zahnklinik mit angeschlossen. Und der sagt, so als allererstes werden die Zähne saniert. Ja. Ja? Weil man es eben nicht loskriegt. Es endet nicht. Wie gesagt, ich kann aufhören, toxische Kosmetika zu benutzen.
Und selbst wenn ich sie benutze, schmiere ich sie mir nicht den ganzen Tag ein, sondern halt nur ab und zu. Ich kann anfangen, Bio zu essen, aber selbst wenn ich konventionell esse mit Glyphosat und sonst was drauf, mache ich das nicht rund um die Uhr. Aber die Zähne habe ich rund um die Uhr drin. Und das ist eben so multifaktoriell, ja. Das ist wie mit der Psyche. Entweder ich behandle sie und werde ganz gesund. Und mit den Zähnen ist, glaube ich, auch so. Wenn jemand wirklich ein Problem mit den Zähnen hat, wird eine vollständige Gesundung nicht möglich sein von einer schweren Erkrankung, ohne sie zu sanieren. Also es ist natürlich viel Prävention bei den Zähnen. Und ich habe einen guten Freund, der ist Zahnarzt. Und er sagt, das hat sich ja schon, also die Krankheitsbilder haben sich geändert. Man hat nicht mehr so viel Karies bei den Kindern und so weiter. Es wird auch zunehmend auf die Art der Füllung geachtet, wobei in Deutschland es immer noch erlaubt ist, Amalgam einzubauen. Das ist unfassbar, wirklich. Wenn es entfernt wird, ist es Sondermüll, aber wenn man es einbaut, ist es offensichtlich in Ordnung. Es passiert auch viel, aber da ist, denke ich, wirklich, das Erste ist die Prävention, und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, muss man halt schauen, was man nach und nach angeht. Ja. Also, was können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denn machen, wenn sie sagen, okay, ich kann jetzt nicht gleich zum Zahnarzt gehen und es kostet auch viel Geld oder weiß Gott, aber man kann ja auch schon etwas machen, dass man in die richtige Richtung geht. Ich meine, angenommen, jemand hat einen Zahnherd oder die Vermutung, da stimmt was nicht oder hat das, was kann er tun? Das eine sind die Zahnherde, das sind die Entzündungen, das andere sind die Giftstoffe in den Zahnmaterialien. Das müssen wir auch nochmal trennen. Jetzt gehen wir erstmal auf den Zahnherd ein. Ich meine, man kann ja schon antientzündlich dann versuchen, etwas zu tun, dass man wenigstens ein bisschen abpuffert, oder? Klar, also wichtig ist natürlich, wenn irgendwo Eiter ist, muss er raus. Ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist wieder wie mit totes Gewebe gehört nicht in den Körper. Also wenn irgendwo Eiter ist, dann besser die Wurzel behandeln lassen, den Zahn öffnen lassen, den Herd abfließen lassen, mal bevor man nichts tut. Ja, das ist so. Man kann natürlich, also wichtig ist natürlich so oder so die Nährstoffversorgung auch vor oder bei Zahn-OPs, denn es ist immer eine Operation an einem zu mineralisierenden Gewebe, also Knochen am Kiefer oder auch der Zahnschmelz, und der braucht einfach relativ viel Mineralien, um ordentlich zu heilen. Das heißt, eine gute Mikronährstoffversorgung, eine gute Versorgung mit Antioxidantien, ein Vitamin D-Spiegel, ganz, 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 ganz wichtig für die Zähne, genauso wie für den Knochen. Magnesium, extrem wichtig auch. Eine gute Zahnhygiene natürlich, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Thema für sich. Dann kann man wirklich, also man sollte auf jeden Fall im Mund die Dinge nicht ignorieren. Das ist wirklich, es bringt nichts. Und manchmal denke ich auch, wenn es eben auch ein großer Aufwand ist und viel Geld und viel Zeit kostet, vermutlich kostet die chronische Erkrankung, die man weiterhin hat, auch nicht sehr viel weniger. Ja, schon noch mehr. Ja. Und es ist sicherlich auch, also gerade wichtig, dass man, wenn sowas da ist, dass man halt vermehrt Antioxidantien einnimmt, vermehrt Vitamin C, OPC, Resveratrol, Quercetin, weiß Gott, was man da alles ein, für diese Alpha-Liponsäure, diese starken Antioxidantien, in der Zeit, bis dann was geschieht. Das ist auch schon mal wichtig. Und dann kann auch passieren, das möchte ich jetzt auch mal erwähnen, der Vollständigkeit halber, Julia hat vorhin die LTT-Tests, die Lymphozyten-Transformationstests-Testungen im Labor erwähnt. Solche Testungen gibt es auch in guten Laboratorien auf die ganzen Zahnmaterialien. Das haben wir oft gemacht, haben wir oft getestet, machen wir immer noch natürlich. Und da können sich auch solche Immunreaktionen drauf bilden, das ist auch ganz interessant. Ja, da gibt es, wie gesagt, es machen viele gute Laboratorien, dass man die ganzen LTT-Werte testen kann. Das nennen wir dann auch die zahnmedizinischen Laborwerte. Ist auch nochmal interessant, weil dann reagiert das Immunsystem nämlich auch noch die ganze Zeit auf die Zahnmaterialien. Ja. Das ist dann auch nichts, was man einmal isst und dann hat man halt eine Glutenunverträglichkeit und lässt man das Gluten weg, ist alles gut. Nein, das haben wir die ganze Zeit im Mund. Das ist das Problem. Und dann kommen noch die ganzen Giftstoffe dazu.
Und wenn man Quecksilber, das wird ja, das löst sich ja, das verdampft ja ab, weiß Gott wie viel Grad, auf jeden Fall, aber im Mund ist es so warm, dass da Dämpfe entstehen. Und das atmen wir dann ein. Ja. Und auch beim Rausmachen, ne, wenn der Zahnarzt die Dinge rausmacht, muss aufgepasst werden. Die Patienten bekommen immer irgendwas ab, auch wenn der Zahnarzt aufpasst. Und da ist dann die Entgiftung wieder da. Ja, ganz wichtig. Also ich denke, bei Amalgam braucht man eigentlich fast nicht drüber reden. Wer Amalgam noch im Mund hat, sollte schauen, dass er das früher oder später rausbekommt. Bei jemandem, der sich damit auskennt und unter allen Schutzmaßnahmen arbeitet, ja. Und sollte sich jemand suchen, der einen drumherum, sage ich mal, auch so ein bisschen zum Entgiften hilft, ja, das absichert das Ganze. Und was dann reinkommt, das ist eben dann die Frage. Stand Wissen heute ist das Bestverträgliche vermutlich die Keramik. Ob das in 20 Jahren immer noch Stand des Wissens ist, wissen wir nicht. Aber Stand heute ist die Keramik das Beste, natürlich auch das Teuerste. Die Kassen übernehmen sowieso nur, was nötig und wirtschaftlich ist. Also da bekommt man dann allenfalls noch irgendeinen Kunststoff. Es gibt auch gute Kunststoffe und nicht jeder reagiert drauf, aber manche reagieren auch darauf. Wenn Lösungsstoffe drin sind, da kann man dann diese LTT-Testungen auch eben machen. Also es ist wirklich nicht ganz banal. Es gibt Gott sei Dank auch zunehmend mehr ganzheitliche Zahnärzte, muss man auch sagen, die wirklich versuchen, das Ganze aus dem Gesundheitsstandpunkt und nicht nur aus dem mechanischen Kaufstandpunkt anzugucken. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema und am besten kommt es erst gar nicht so weit. Das heißt, ja, das ist ja am besten man ja, sorgt sich, solange man kann, noch um seine Zähne. Ja, wenn es dann mal so weit ist, dann muss man halt was machen. Es gibt viele Zahnärzte, die kennen sich auch ein bisschen aus mit den Gelatierungen, also mit der Ausleitung. Ich habe vor 13, 14 Jahren schon Vorträge gehalten vor Zahnmedizinern, wie Umweltzahnmedizinern, wie leitet man aus, ja, was gibt es für Möglichkeiten, wenn eben Amalgam zum Beispiel rausgemacht wird. Und es gibt umweltmedizinische Studien, die zeigen, dass jeder Mensch, der Amalgam im Mund hat oder hatte, also hat oder hatte, eine Quecksilberbelastung im Körper hat. Und das Problem ist, dass dieses verdammte toxische, hochtoxische Quecksilber dann sich im Körper biochemisch verändert und dann auch noch Gehirnschranken gängig wird und sich in unserem Gehirn ablagert. Dann wird man noch blöd im Kopf. Also das ist schon eine Sache, die ist nicht ohne. Und da sind wir alle davon betroffen, die wir jedenfalls irgendwas im Mund mal reinbekommen haben. Ich habe leider auch schon Amalgam drin gehabt. Ich habe sehr viel ausgeleitet im Laufe der letzten 15 Jahre. Sehr, sehr viel. Auch mit Gelatinfusionen, mit Alpha-Lipoinsäure, mit MSM, weiß Gott, die ganzen Sachen. Da gibt es ja so viele Geschichten, habe ich alles eingenommen. Also, und ich habe das Gefühl gehabt, es tut mir sehr gut. Also, da kann dann auch was getan werden. Das ist wichtig. Problem ist, man muss halt was tun. Gell? Ja, also komplexes Thema, wie gesagt. Ich habe in der Akademie, werden es 5 Teile zum Thema Zähne. Also das ist echt ein großes Thema. Und ich bin ja noch nicht mal Zahnmediziner. Also, aber da kann man wirklich, wenn man da mal anfängt, spannend und extrem wichtig. Also tut was, macht was, erkundigt euch. Wir haben so ein bisschen mal das in den Raum geworfen heute, dass es doch ein Thema ist, das beachtet werden darf und sollte. Ja. Und ich habe letztes Wochenende auch einen befreundeten Zahnarzt in Zürich besucht, der schon lange ganz umweltmedizinisch ganz bedacht arbeitet. Ja, und der bestätigt mir das auch immer wieder. Wir arbeiten ja auch mit Zahnärzten zusammen. Wir arbeiten mit Zahnärzten zusammen und schicken unsere Patienten dann dorthin, wo wir wissen, ja, da werden sie gut versorgt. Und es ist wie bei Ärzten, ist bei den Zahnärzten auch. Der eine Zahnarzt macht eine normale gute Zahnmedizin und der andere macht halt noch eine Umweltzahnmedizin dazu. Egal, ob er kinesiologisch austestet, ob er im Labor austestet und sich die Sachen anschaut. Ich habe immer beides gemacht. Wir haben schon Zahnärzte häufig Patienten geschickt und gesagt, hier, bitte guck doch mal nach den LTT-Geschichten, Blutabnahme, guck doch mal auch kinesiologisch nach, haben die ganzen Materialien mitgegeben. Dann haben wir auch kinesiologisch nachgeschaut, bevor hier was eingebaut wird etc. pp. Es ist schon, wenn man es richtig macht, immer ein großer Aufwand, aber es geht hier immerhin auch um unsere Gesundheit. Genau.
So, jetzt haben wir euch lange genug hier zugetextet, würde ich mal sagen. Und noch ein Abschlusswort von Julia. Was möchtest du noch den Leuten auf den Weg mitgeben? Ja, mich würde es einfach freuen, wenn da mehr Sensibilisierung stattfindet, auch bei den Patienten. Weil wie gesagt, viele machen schon verdammt viel, viele tun viel für ihre Gesundheit. Aber wie gesagt, meine Erfahrung so in letzter Zeit war, der Mund scheint bei manchen ein gesundheitliches schwarzes Loch zu sein, wo man besser nicht hinguckt. Sollte man aber tun, auch wenn es dann vielleicht anstrengend und aufwendig wird. Aber es lohnt sich, bestimmt. Gut, und ich wünsche euch, ich bedanke mich bei Julia ganz herzlich, dass sie sich jetzt am späten Abend, danke dir auch, schon nach 10 Uhr und sie hat den ganzen Tag gearbeitet, ich auch. Gut, sei es drum, ich bedanke mich bei ihr und ich wünsche euch allen, wie üblich, ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Gesundheit in eurem Leben, hier in dieser Inkarnation auf unserer geliebten Mutter Erde. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.